Da ist er endlich, der erste Heimsieg der Saison für die Damen des TC Blau-Weiß. Lange musste man warten, hatte hart gekämpft und darf sich nach dem 5:4 Erfolg über den Rüsselsheimer RK nun endlich belohnen. Also da fällt eine große Last natürlich von einem ab und wir freuen uns, dass wir hier vor heimischer Kulisse einfach die 2 Punkte holen konnten. Ziel der Hinrunde war, Punkte sammeln und die Neuzugänge integrieren. Neu im weißen Trikot Hanna Sladitz, neben Nele Rösch und Hilke Reitemeier eine von 3 Neuzugängen. Die junge Österreicherin verstärkt das Team von Timo Stephan im Sturm und fühlt sich jetzt schon sehr wohl. Toll, also echt alle super nett, alle sehr offen und haben mich super aufgenommen. Mit der U21-Auswahl wurde Sladitz 2023 Europameisterin in der Halle sowie auf dem Feld und nahm auch an den U21-Weltmeisterschaften teil. Letztes Jahr noch Staatsmeisterin mit dem AHTC Wien, nun in Grunewald. Und das hat einen bestimmten Grund, denn ihr Freund ist der österreichische Nationalspieler Leopold Querfeld, der seit dieser Saison für den Bundesligisten Union Berlin aufläuft. Er hat hier schon die EM in Berlin gespielt, dann ist er schon hier gewesen und ich habe gesagt, Berlin mache ich mit, coole Stadt, kann hier Hockey spielen, also wieso nicht. Ihr großes Ziel? Viele Tore schießen. Und auch wenn sie nicht in jenem Spiel trifft, hilft sie dem Team, wo sie kann. Die ist vorne total schnell auch, arbeitet aber auch vor allem heute wahnsinnig gut mit zurück. Also das finde ich immer bemerkenswert bei Stürmern, gerade wenn sie dann auch wirklich die Wege noch wieder mit zurück machen und dann aber auch wieder die Wege nach vorne. Die Entscheidung im Spiel gegen den Rüsselsheimer RK bringt dann aber Torfrau Sarah-Christine Müller Downs. 1:1, also unentschieden nach regulärer Spielzeit, bedeutet Penaltyschießen. Und das zieht sich. Als Nele Rösch den 6. Penalty verwandelt, liegt es an ihr. Und trotz Schwindelgefühl nach dieser Szene hier im 3. Viertel hält Müller-Downs den Kasten sauber und sichert den Grunewalderinnen 2 wichtige Punkte. Der Pfosten rettet, hat auch mitgeholfen, genau, aber ich war froh. Es wäre nicht der beste Tag für Penaltys gewesen jetzt mit der Grundstimmung mit dem Kopf. Aber ich bin froh, dass die Mannschaft so toll abgeliefert hat und ihre Penaltys reingemacht hat und somit wir den letzten Punkt noch mitnehmen konnten. Die Damen haben nun mehr Zähler als in der kompletten Saison zuvor. Punkte sammeln und Neuzugänge integrieren, check. Bleibt nur noch der Klassenerhalt. Blau-Weiß überwintert auf Tabellenplatz 9 in Schlagdistanz zum Mittelfeld. Und wenn auch die jungen Neuzugänge weiterhin so gut performen, steht einer erfolgreichen Rückrunde 2025 nichts mehr im Weg.